Herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute gibt es den lang versprochenen Jahresrückblick. Jawohl! Das bedeutet, in diesem Video werde ich euch die Boxen vorstellen aus dem Jahr 2019, die mir speziell so im Gedächtnis geblieben sind, so meine Jahreshighlights an Deutschrap-Boxen. Wir waren auch 2019 wieder sehr fleißig. Insgesamt 95 Boxen haben wir ausgepackt, alleine aus dem Bereich Deutschrap. Von Bundles, Vinyls und anderen Genres will ich jetzt gar nicht anfangen. Also es waren weit, weit über 100. Ich glaube, es waren sogar, lass mich nicht lügen, mehr als 300. Aber wie gesagt, rein Deutschrap waren es 95 Boxen. Und ich habe mir wieder Gedanken gemacht und so meine Top 10 zusammengestellt, die mir im Jahr 2019 so als die besten erschienen sind. Was diese Top 10 betrifft, also es geht jetzt hier nicht irgendwie der Reihe nach, was war besser, was war schlechter. Es geht jetzt wirklich chronologisch, von wegen Januar geht's los bis Dezember. Und dabei ist jetzt vollkommen egal, ob irgendwie Box 5 und Box 4, was da besser war oder schlechter, sondern es ist wirklich rein chronologisch. Also Box 1 ist nicht besser als Box 10. Für mich sind alle mehr oder weniger so auf einem Level, auf einer Stufe. Gut, meine Boxen, die ich euch hier präsentiere, habe ich euch natürlich auch alle schon vorgestellt. Also die Links zu den jeweiligen Releases sowie natürlich auch meine Unboxings, also die Links zu den Unboxings, findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Gut, dann würde ich sagen, wir fangen mal an. Januar und Februar 2019 war relativ ruhig. Da gab es jetzt keine Box, die mich so umgehauen hat. Es ging dann erst richtig los im März. Und zwar direkt Anfang März, am 1. März, kam diese Box hier raus. Die unendlichste Geschichte von STP. War echt eine heftige Box, also sowohl von den Maßen, die ist echt ziemlich groß gewesen, aber auch der Inhalt hat es echt in sich. Und ich habe die Inhalte noch ungefähr im Kopf, aber dass ich jetzt nichts auslasse oder nicht irgendwie durcheinander komme, habe ich hier noch die ganzen Inhalte mir aufgelistet. Also, um nochmal kurz zu wiederholen, sich ins Gedächtnis zu rufen, was alles in dieser Box hier drinnen war. Wir hatten in dieser Box Album Instrumentals, DVD, die bunte Seite der Macht live, Hörspiel, Turnbeutel, Fanschall, Textbuch, Jojo, doppelseitiges Poster, Klebetattoos, Armband und Sticker. Also rein vom Inhalt her echt unfassbar viel drin, hat aber auch natürlich einen etwas höheren Preis gehabt als so eine Standardbox. Aber ja, der Inhalt hat das, glaube ich, ziemlich gut gerechtfertigt. So, dann machen wir die mal zur Seite. Wir bleiben im März. Das nächste Release ist ebenfalls im März erschienen. Und zwar war das am 8. März, also genau eine Woche später, Dorfdisco von Finch Asozial. Das Debütalbum von Finch Asozial, direkt in Boxform erschienen. Hat mir auch sehr gut gefallen, die Box. In dieser Box gab es das Album, Album Instrumentals, Bonus-EP, die Vorglühen-EP, einen Schal, Flachmann, Starschnitt, bestehend aus 3 Postern, eine Autogrammkarte und 9 Sticker. Also auch diese Box echt reich gefüllt. Und ansonsten, ja, es war so eine reguläre Box, eben im Querformat, hier einfach zum Aufklappen. Aber speziell die Detailarbeit bei den Boxinhalten, aber auch bei der Box an sich, hat mir echt gut gefallen. So, und ein Release haben wir noch im März, und zwar war das am 22. März von Herzog, OG mit Herz. Diese Box hier gab es in 2 Varianten, und zwar gab es einmal die reguläre, die hatte mit dabei, das steht hier hinten auf der Box drauf, Album CD, Bombenprodukt EP, Beanie mit Patch, Kettenanhänger, Nagelschere im Etui, Latexhandschuhe, Aschenbecher und doppelseitiges Poster. Also auch die reguläre Box war schon echt gut gefüllt. Aber was mich noch mehr begeistert hat, war das hier. Die speziellere Box, ups, so rum, die Limited Joint Box. Denn die hatte es echt in sich. Also die hat die normale Box nochmal deutlich getoppt. Denn wir hatten hier in dieser Joint Box, die man hier vorne dann aufgemacht hat, da war dann der ganze Inhalt drin verstaut. Hier war drin Album, Album Instrumentals, Bonus EP, Bombenprodukt EP, die Bonus EP von Taylor auf Masse, eine Fahne, Mischeschale, Papers und Filtertipps, Multifunktionstuch,
Kunststoffbunker zweimal, ein Grinder, ein Feuerzeug und ein Zertifikat. Und mit diesem Zertifikat hat man zusätzlich auch noch die Möglichkeit gehabt, bei einem Herzog-Konzert zum Merchstand zu kommen. Dort hat man ein Foto mit Herzog bekommen und auch ein Shirt seiner Wahl sich aussuchen dürfen von Bombenprodukt oder von Herzog, das man damit geschenkt bekommen hat. Also das war echt eine mächtige Sache. Dann geht es weiter in den April. Und zwar 19. April kam dann Hasso von Casey Rebel. Von der Boxoptik, von der Form her war das Ganze relativ schlicht gehalten, war wie so ein Schuhkarton in Schwarz und Weiß hauptsächlich und beinhaltet, hat diese Box, das Album, eine Bonus-EP, ein Fotobuch, ein T-Shirt und eine Shisha. Ja, ich glaube, die meisten von euch erinnern sich noch an diese Shisha, die hat ja echt einiges ausgelöst damals, eine Riesenwelle. Und ich glaube, die ging auch vor allem deswegen so gut weg, diese Box, wegen der Shisha. Ich habe die regelmäßig verwendet, muss sagen, ich war oder bin immer noch ganz zufrieden mit dieser Shisha. Ist echt praktisch und ja, war, glaube ich, neben der von Mert dann die zweite Shisha in einer Deutschrap-Box, aber vom Style her, von der Funktion doch deutlich anders, weil die von Mert war mehr so eine klassische und die von Casey war eben so eine aus Metall, aus Edelstahl und die war ein bisschen kompakter und auch eher mobiler, also die konnte man dann zum Beispiel im Auto oder wo auch immer mitnehmen. Gut, wir gehen weiter in den Mai und zwar hatten wir im Mai das hier, Sie wollten Wasser, doch kriegen Benzin, das Album von Contra K, gab es auch in diversen Varianten in der regulären Box, aber auch in dem Kanister. Was man dazu sagen muss, selbst wenn man den Kanister bestellt hat, kam der auch in der regulären Box. Nur war die eben etwas größer, aber ich fand diesen Kanister von der Optik einfach unschlagbar. Also zum Albumnamen, Sie wollten Wasser, doch kriegen Benzin. Hier so einen metallenen Kanister mitzuliefern, den man hier dann auch aufklappen kann. Das war schon echt stark und rein so von der Optik, von der Idee, von der Gestaltung für mich ein absolutes Highlight. In dieser Kanisterbox gab es folgende Inhalte. Das Album, die Autogrammkarte, eine Bauchtasche und ein Handtuch. Ja, das waren die Inhalte, etwas weniger Inhalte, aber dafür waren die dann eher hochwertiger gehalten. So, dann gehen wir direkt weiter in den Juni. Da ist erschienen am 14. Juni Bling Bling von Juju. Ja, nach ihrer Trennung von Nura, nach der Auflösung von Sixten, das erste eigene Album, das erste Solo-Release von Juju. Und in dieser Box, in dieser Bling-Bling-Box, gibt es das Album, die Album-Instrumentals, Album-Vinyl, Bauchtasche, Flagge, T-Shirt, Autogrammkarte, Stickerbogen und eine Parfumprobe. Ja, also auch diese Box, obwohl sie recht flach war, war ganz gut gefüllt und hat auf jeden Fall Eindruck bei mir hinterlassen. Wir bleiben im Juni und zwar zwei Wochen später, am 28. Juni, kam dann das hier raus. Obststand 2, die Nachfolge, die Fortsetzung von Obststand 1 von Alex und Maxwell. Von der Optik her absolut überragend. Also so stelle ich mir das vor, ein Album-Artwork. Das Ganze nennt sich Obststand, beziehungsweise das Ganze nennt sich dann Obstkiste. Und hier haben wir einfach wie so einen Obstkarton und eine Ananas drin liegen. Also rein von der Optik her echt überragend gemacht. Und der Inhalt war auch nicht ohne. Wir hatten hier in dieser Obststand zwei Box. Das Album, die Album Instrumentals, Bonus-EP, die sogenannte Leak-EP. Dann hatten wir einen Schlüsselanhänger, doppelseitigen Duftbaum, Pusherbag, Gurtschoner und zwei Sticker. Jawohl, das alles in dieser Box. So, dann kommen wir vom Juni direkt in den November. Also die Sommermonate war in meinen Augen jetzt nicht so gespickt von Highlights, aber im November kam dann gleich zweimal was. Und zwar direkt am 1. November Asozial All-Stars 3 von den 102 Boys. Das erste Box-Release, also es ist, wie der Name vermuten lässt, der dritte Teil der Serie Asozial All-Stars.
Aber es ist der erste Teil, der eben als Box-Release rauskam. Und die Box war auch entsprechend stark, denn wir haben hier in dieser Box das Album, also Asozial Allstars 3. Dann haben wir das Bonusalbum, zwei Bonusalben, Asozial Allstars 1 und Asozial Allstars 2. Und die kamen nicht einfach irgendwie in der Papphülle oder in Pappschuber irgendwie billig, sondern die kamen wirklich in Jewel Cases, also wie wirklich reguläre, hochwertige Alben. Dann war noch drin ein Flachmann, eine Fahne und 7 Sticker. Ja, auch diese Box hier sehr stark. Und genau in der gleichen Woche, also ebenfalls Release Day am 1. November, Zenith von Raf Camora. Für mich eines der meisterwartetsten Alben des Jahres. Und ich muss sagen, meine Erwartungen wurden erfüllt bzw. übertroffen. Also die Box vom Artwork her auch unfassbar gut gemacht. Hier diese ganzen Sternbilder und Konstellationen, die hier alle entsprechend Alben oder Veröffentlichungen von Raf veranschaulichen und seine Diskografie hier ein bisschen vor Augen führen, weil ich glaube, viele haben ihn wirklich erst so seit Palmen aus Plastik oder seit seiner Zusammenarbeit mit 187 auf dem Schirm gehabt. Und gerade für die, ich sag mal, neu dazugekommenen Fans war das, glaube ich, nochmal so ein Augenöffner von wegen, wow, der ist nicht erst seit ein, zwei Jahren am Start schon dann, sondern der hat echt schon einiges rausgebracht, was vielleicht jetzt nicht so bekannt gewesen ist. Und dieses Album, diese Box, hatte einmal das Album, eine Bonus-CD, und zwar das Zenith RR Snippet, was ja mittlerweile auch rausgekommen ist. Dann haben wir ein Poster, eine Biografie, und das war wirklich ein hochwertiges Buch, also ein Hardcover. Das war so als Boxinhalt echt das Highlight. Dann der Windbreaker und 3 Sticker gab es hier auch noch. Ja, und dann kommen wir auch schon zur letzten Box, zur 10. Box. Und das war neben Zenith für mich auf jeden Fall das meist erwartete Album des Jahres, auch wenn es eher kurzfristiger angekündigt war. Und zwar Alpha Gene 2 von Kollega. Jawohl, also ich glaube, ich spreche dafür viele, dass das Album am Ende des Jahres nochmal ziemlich heftig abgegangen ist und ziemlich heiß oder ziemlich gut verkauft wurde. Was die Box betrifft, auch ein Highlight, so von der Detailarbeit mit den ganzen Feinheiten, mit den ganzen Details hier und auch mit diesem Glow-in-the-Dark-Effekt hier auf dem Cover. Das ist schon echt krass. Und die Box gab es damals ja auch wieder in zwei Varianten. Ich habe euch natürlich auch wieder beide vorgestellt. Die gab es auch noch hier in dieser Limited, in dieser Premium-Ausführung. Ich muss aber ehrlich sagen, rein so vom Preis-Leistungs-Verhältnis fand ich die eigentlich stärker, die reguläre. Also, wenn wir uns nochmal kurz erinnern, es gab in dieser Box, also in der regulären jetzt, gab es das Album, Alpha Gene 2, die Bonus-EP, die Ghetto Glamour Street EP, ein T-Shirt, eine Halskette, ein Poster, ein Textbuch und Boss-Transformation Rabattcode. Das alles in dieser Box. Und in der, also in der Premium-Variante, in der größeren, gab es dann zusätzlich noch einen Jahreskalender und ein Parfum. Und ja, ich muss ehrlich sagen, der Kalender und das Parfum sind schon nicht schlecht gewesen, aber wenn man sich die preisliche Differenz ansieht und den Boxinhalt, die zwei Sachen, die man da zusätzlich bekommt, glaube ich, ist man mit der hier deutlich besser gefahren. Jawohl! So, das war's soweit. Das waren meine Jahreshighlights 2019. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von meinen Top 10? Habt ihr irgendwie ähnliche Vorstellungen oder seid ihr da irgendwie komplett anderer Meinung? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Was sind so eure Top 10? Und wie gesagt, die Releases findet ihr alle in der Videobeschreibung verlinkt. Dort habe ich euch natürlich auch meine Unboxings verlinkt. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in einem der nächsten Videos wieder. Das war's für heute. Passt auf euch auf. Ciao.